So, wir machen jetzt im Moment weiter in der Winterreise und obwohl es eigentlich direkt nichts mit dem Wasser zu tun hat, möchte ich doch das Lied Nummer 11 vorstellen, den Frühlingstraum, weil es uns eine kleine Pause in der Winterreise gibt von all den innerlichen Abenteuern, die unser Held hier erlebt. Und er hat eine Vision vom Frühling. Er liegt irgendwo halb erfroren, wahrscheinlich am Fluss, sieht noch ein paar Häuser in der Ferne und sitzt da irgendwo in der Kälte am Erfrieren. Und vielleicht wissen Sie ja, dass kurz vorm Tod des Erfrierens, dass manche Leute Visionen erleben. Und er erlebt halt Visionen des Frühlings, wo alles noch in Ordnung war, dass er an derselben Stelle da ist. Und es ist auf einmal Frühling für ihn. Und er sieht also die wunderschönsten Sachen. Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei. Und dann kommt auf einmal wieder ein brutales Erwachen. Es sind nämlich irgendwo noch ein paar Krähen, die ihn aus seinen Wahnvorstellungen herausholen. Das ist dann ganz brutal. Diese Krähen, die ihn aufwecken. Und als die Hähne krähten, da war mein Auge wach, da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Und dann geht es nochmal über in eine wunderschöne, friedliche Einstellung, weil trotz seiner Wachheit Traum, die sich jetzt wohl vermischen, sieht er ein Haus etwas weiter weg, ein paar Eisblumen, die sich von der Kälte gebildet haben, und fragt also den Zuhörer: Doch an den Fensterscheiben, wer malte die Blätter da? Ihr lacht wohl über den Träumer, der Blumen im Winter sah. Sehr dramatisch, und dann geht es wieder zurück in den Frühling, und dieses Spiel wiederholt sich noch einmal in einer zweiten Strophe. Ich mache bloß die erste Strophe, weil wir jetzt langsam zum Ende kommen wollen mit der Winterreise. Also Nummer 11, der Frühlingstraum.
Also nach dieser kurzen Pause, die wir gehabt haben in unserer rapiden Talfahrt, emotionalen Talfahrt, muss ich noch vor dem Ende einmal kurz Halt machen bei dem Lied Nummer 20 von 24, der Wegweiser. Und zwar deswegen, weil das der eigentliche definitive Umkehrpunkt ist, wo es wirklich jetzt dem Ende zugeht, wo er ja vielleicht nicht die Entscheidung trifft zum Suizid, aber es eben so stark sich dahin gezogen fühlt in diese letzte Option, dass vielleicht sogar seinen Willen überreitet und er eben nachgibt diesem morbiden Trieb. Und es ist also der Wegweiser. Er irrt also da am Fluss herum und dann ab und zu mal weg vom Ufer in verschneite Felsenhöhen und dann doch wieder runter. Und in seinem Herumirren sieht er auf einmal zwei Wegweiser. Und einer zeigt in die Stadt und der andere in die Verdammnis. Und er fühlt sich so hingezogen zu der Verdammnis, dass er fragt: Einem Weiser sehe ich stehen, unverrückt von meinem Blick. Eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zurück. Er ist also angezogen von diesem Pfeiler oder Wegweiser, der in den Tod zeigt. Und diese Entscheidung ist also praktisch, oder dieser Sog ist also zweimal hier stark symbolisiert bei ständig derselben Note, die immer intensiver wird. Einen Weisen sehe ich stehen, unverrückt vor meinem Blick. Dieses immer wiederholte F hier, was erst vom Klavier kommt, dann vom Sänger gezogen wird, ist immer anders und immer falscher harmonisiert. Ganz anders harmonisiert wird. Hier kommt es wieder, aber eine Oktave tiefer. Thank you.
So, jetzt kommen wir zum letzten Lied der Winterreise, Nummer 24, der Leierwagen. Und unser Held ist irgendwo in einem kleinen Dorf angekommen, ist dem Fluss wohl gefolgt auf dem Eise und sieht in der Ferne schon eine sehr merkwürdige Ansicht, und zwar einen Leierkastendreher, einen Leiermann. Es scheint ein sehr alter Mann zu sein, der völlig mechanisch seine kleine Leier dreht. Und das ist immer symbolisiert durch diese Quinte, die eine Leier ständig spielt. Diese Quinte geht durch das ganze Stück hindurch, eben symbolisierend über das Organ, was die Pfeifen oder die Saiten spielen würden. Und je näher er kommt, desto mehr merkt er die merkwürdige Gestalt dieses Alten. Es scheint ein Skelett zu sein, seine Knochenhand dreht diese Orgel. Er steht barfuß auf dem Eise, wir sind also wieder auf dem Fluss zurück, dem Todesbringer. Und sein Teller bleibt immer leer von dem Alten, natürlich keiner spendet was, keiner mag ihn hören, keiner will ihn sehen. Und nur die Hunde knurren ihn an, was für ein schauerliches Bild. Und ganz am Schluss dieses Liedes fragt also unser Held die große Frage: Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehen? Er ist also der Tod und er fragt den Tod, soll ich mit dir gehen? Willst zu meinen Liedern deine Leier drehen? Und er bietet sich also dem Tod an. Das wird auch
sehr schön dargestellt in diesem Lied, wie er völlig alle Emotionen befreit ist eigentlich. Da ist nichts mehr übrig außer dieser harten Rinde. Keine Freude, kein Leid, nur noch eine ausgesogene Hülle seines früheren Selbst. Sehr eindrucksvoll. Nummer 24, der Leib. So, und jetzt geht's wieder zurück zur schönen Müllerin. Und ich will noch kurz anhalten vor dem Ende bei Lied Nummer 18 von 20, Trockene Blumen.
Was passiert ist inzwischen, ist, dass er irgendwann mal am Bach saß und sah ein paar wunderschöne gelbe Lilien an dem Bach sich anschmiegend sozusagen und hatte die großartige Idee, ich werde die ausgraben und werde sie unter ihrem Fensterbrett einpflanzen, sodass jeden Morgen, wenn sie aus dem Fenster schaut, dann kann sie die Blumen sehen, die ich für sie gepflanzt habe und hoffentlich denkt sie an mich. Aber natürlich, wie gesagt, das ist hier opernhaftes Schicksal. Sie sieht die Blumen gar nicht, denn sie reckt jeden Morgen jeden Spätmorgen ihren Kopf aus dem Fenster heraus, um nach dem Jäger zu schauen, ob er zurückkommt. Und er ist also völlig entsetzt darüber natürlich und sagt, also so ein unanständiges Mädchen, wie kann man denn nur so einem Mann so lüstern nachschauen? Und ist also entsetzt darüber. Und es klappt also nicht und die Blumen vertrocknen. Und jetzt sind wir eben bei diesem Lied Nummer 18 angekommen, die trockenen Blumen. Und er sieht also, wie die völlig verwelkt sind und sagt nun also, ach, ihr Blümlein alle, die sie mir gab, euch soll man legen mit mir ins Grab. Also die sollen an seinem Grab angepflanzt werden, weil er hat dann diese Fantasie, dass dann im nächsten Frühling, wenn die wieder aufblühen und er tot ist und er da liegt, wenn sie an dem Grab vorbeiläuft, dann wird sie diese schönen Blumen sehen und sagen, und wenn sie wandelt am Hügel vorbei und denkt im Herzen, der meint es treu, dann Blümlein alle heraus, heraus, der Mai ist kommen, der Winter ist aus. Also wunderschöne Darstellung auch wieder, wie der Frühling da zurückkommt in seine Hoffnung. Und dass dann, wenn er jetzt tot ist, dann wird sie an ihn denken. Auch wieder sehr, sehr schön gemacht. Ich mache eine kleine Unterbrechung und erkläre, was vor sich geht. Es fängt wieder mit sehr langsamen, traurigen Schritten an. Weil es das letzte Lied in der schönen Müllerin ist,
möchte ich das mit dem Zauber des MIDI machen. Ich habe das kurz vorher auf dem Klavier aufgenommen und werde die Begleitung auf dem MIDI spielen lassen, zur Ehre des letzten Liedes sozusagen. Des Baches Wiegenlied. Unser Held ist also resigniert durch die trockenen Blumen, durch die Hoffnung auf das Grab. Und er ist jetzt eigentlich bei diesem letzten Lied sehr zufrieden mit seiner Entscheidung, mit seinem Schicksal. Er legt sich jetzt einfach zur ewigen Ruhe hin. Und er sagt, gute Nacht, bis alles wacht. Gute Nacht, bis alles wacht. Schlaf aus deine Freude, schlaf aus dein Leid. Der Vollmond steigt, der Nebel weicht. Der Vollmond steigt, der Nebel weicht. Und der Himmel da oben, wie ist er so weit? Und der Himmel da oben, wie ist er so weit? Er hat also eine friedliche Todeserfahrung und er hat diese Vision des weiten, weiten Himmels, in den er jetzt hoffentlich wohl aufsteigt. Nummer 20, das letzte Lied der Müllerreise, der schönen Müllerin, des Baches Wiegenlied.